Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cultures, das achte Weltwunder. Wir haben jetzt 10 Gold im Lager. Wir wollen ihnen das geben oder uns mit dem Schäfer anfreunden. Ich glaube, ich gebe es erstmal schnell den Osiron. Ja. Durch die Zahlung des gewünschten Tributs war es uns gelungen, die Freundschaft der Osiron zu gewinnen. Wer weiß, welchen Nutzen dies noch uns noch bringen möchte. Schauen wir mal. Was bieten sie so an, die Osiron hier? Generell nix. Da, Lagerhaus 1. Nicht. Gar nix. Wie gar nix. Keine Handelsverträge? Schade. Und sobald wir hier das haben, dann können wir den Rest, das restliche Gold noch abholen. Was da noch rumliegt. 4, 6. 9. Die 9 Gold. Verteidigungsamulett, Stärkeamulett und Trefferamulett. Vielleicht nehmen wir die noch mit. Fertig. 4 im Lager. Priester Tutmanix, einer der Priester der Osiron, genannt Tutmanix, bot uns seine Hilfe an. Freunde, ich habe von euren großartigen Heldentaten vernommen. Auch wurde mir berichtet, dass sich in eurer Reihe ein Junge befindet, der einen Drachen bei sich führt. Nicht zu glauben vermag ich solche Worte. Doch wenn die Legenden stimmen, so schickt die beiden zu mir, damit ich ihrer schauen kann. Wenn solch Wunder ich denn erleben dürfte, würde ich euch ein großes Geheimnis der Osiron enthüllen. Schickt Manni und Norbert zu Tutmanix. Das macht mir, das ist ja jetzt, ne? Das ist. Ungern eigentlich. Ohne Mist. 9. Was war Stärke-Amulett? Treffer-Amulett. Und. Verteidigung, Stärke, Treffer. Also Verteidigung. Verteidigung. Was hat er? Schmiede 2. Nice. Mal ausbauen. Ein Münzmann fehlt natürlich noch für uns. Warte mal, ich nehme ein paar Arbeiter. Wie viele Bauarbeiter haben wir? 6. Na gut, dann nehme ich doch keinen. Die lasse ich lieber wegen die. Wann gebe ich denn bei Männern den Befehl zum Kindermachen, hä? So. Du kannst nichts finden. Die kloppen sich immer noch da unten, die Deppen. Naja, egal. Reh, hallo Reh. So. Auf jeden Fall speichere ich davor. Nur die 2? Ach komm. Ich schicke Madame noch mit. Mama geht mit. Mit Papa? Papa geht auch noch mit. Papa, Mama und Norbert. Papa, Mama, Manni und Norbert. So, jetzt. Byzantinische Prinzessin, Mensch. Heißt dunkelhaarig, eher dunkelhaarig. Und was ist das, Lene? Blond. So, Schmiede 2 wurde ausgebaut. Träger hat nichts zu tun. Ja, nur weil deine Schmiede ausbaut wurde, Brauner. Nee, hat der wieder nichts. Der macht wieder nichts. Dann arbeite in dem Lagerhaus. Ein Manometer. So mit Essen beschäftigt? Dass die kein Öl, Holz und Möbel sucht. Mal speichern.
Hä? Wo ist er hin? Ach da, tut mal nix. Die Things. Cool. Und mit Löwen. Aha. Kühe und Löwen leben lieb nebeneinander. Wurf. Danke. Riester tut man nix. Manni und Norbert erblickt. Als tut man nix. Manni und Norbert erblickte, leuchteten seine Augen. Oh, welch Wunder wird mir zuteil. Ein echter Drache, geführt von einem kleinen Nordmannsknaben. Möge Osiris euch segnen und die Pforte seines Reises für euch lange verschlossen halten. Hab Dank, dass ihr mir dieses Wunder offenbart habt. Dafür sollt ihr von den geheimen Wegen der Osiris erfahren. Wir benutzen sie selten, aber sie mögen für euch von Vorteil sein. Ich werde sie öffnen. Hört nun, durch dies magische Pforte gelangt ihr auf die Insel Al-Rahababa. Nutzt jene Pforte, um in unser Dorf zu gelangen. Gebt aber Acht, die Pforte wechselt von Zeit zu Zeit ihre Richtung. Dann könnt ihr den Weg, den ihr gekommen seid, auch wieder zurücknehmen. Okay. Schnell weg. Hier löst jetzt auf Löwen, da ist Money bei. Ja, irgendwo noch eine Kiste. Da ist noch so ein Schwurbelding. Da kommen wir auf die Insel der Piraten. Habe ich aber ehrlich gesagt gar nicht unbedingt vor, hinzugehen. Ich zahle den ihr Zeugs. Und damit ist gut. Münzmacher. So, ihr drei. Oh, ihr habt Holz-Eisen-Werkzeuge, wenn ich nicht Holz-Eisen-Werkzeuge ohne Ende. Angriff, Al-Rahababa-Gedöns. Ja, ja. Du willst mich jetzt echt verarschen, oder? Oder? Und setze dessen Lager in Fülle. Genau, du kleiner. Abreißen. Eventuell Wegweiser bauen. Ich zeige ihm den Weg. Dafür darfst du den langen Weg bis da hochlaufen, echt. Kleiner Schnüppel. Obwohl der nichts mal was dafür kann, ne? So. Das hat natürlich sich wieder überhaupt nicht verbunden, ne? So, da wir 50 Münzen brauchen, kannst du ruhig mitmachen. Hä? Wieso ist da jetzt eine Pforte? Okay, Kettenhemd, schön. Träger, warte mal, wir haben ausgebaut, ne? Was stellst du gerade her? Kurzschwert, das war so klar. Bleib mal bei Eisenwerkzeug, danke. So, der Träger hat nichts zu tun. Dann legen wir deinen Punkt zum Sammeln da drüben hin. Dann hast du auch genug zu tun. Der hat alles dabei. Jawohl. Na, in Amulett fehlt noch. Hier fehlt noch ein Amulett. Holz. Also das ist echt so ein Manko in dieser Map. Ja, Wahnsinn. Holst du jetzt mal dieses... Was ist denn das da noch? Noch ein Treffer-Amulett. Ich hab schon eins. Okay, wo auch immer das dann herkommt. So, das da und Übersicht. Dann können wir alles vorne entladen.
Aber erst vorne, bitte. Aufgabe Holz. Was sonst, ne? Kurzschwert, Abbauer ist müde, Abbauer hat Hunger. Ja, du wohnst halt da oben, glaube ich. Bist du da? Ist nichts zu essen oder? Geredet hat er und gegessen hat er. Perfekt. So, Manni und Co., wo habe ich die geschickt? Da unten. Die gucken sich mal das Kampfgebiet von den anderen an. Na? Naja, oh, oh, wir haben sich schon, Alter, einige bekriegt. Gut, gehen wir wieder heim. Möbel. Nicht produzieren, ist bestimmt voll, oder? Ja. Kurzschwert, weil voll. Mhm. Lager 3. Was lauft ihr denn für merkwürdige Wege? Aber es hat funktioniert. Das Gold ist jetzt auch hier. Gold haben wir 7. Er hat schon ein bisschen Gold holt. Jetzt ohne Mist. Jetzt bringt er das in die Präge. Den Kuchen, was? Ach so. 24 Münzen im Lager, Wahnsinn. 10 Kuchen, 10 Kuchen. Ab. Hall. 7 im Lager. Muss ich die jetzt abreißen oder was? Bring doch das Gold da rein. Och, Menno. Du Creeper. Holzwerkzeug, was? Gold? Hau, wieso das denn nicht? Da ist doch noch Gold, ne? Dim, dim, dim. Also die Wegfindung in den Bergen ist spitze. Sage ich dazu. Plattenrüstung, Kurzschwert nicht mehr produzieren, Eisending nicht mehr produzieren. Wieso Kurzschwert? Du solltest gar kein Kurzschwert produzieren. Hm? Machen wir noch 10 davon. Und sicherheitshalber noch 10 davon. Man weiß ja nie. So. Meine 6 Bauarbeiter dürfen jetzt wieder richtig loslegen. Da oben ist nix. Nur so, wie sie gesagt haben, wenn man weiter Richtung Inselinneren geht. Bingo. Und noch reparieren. Wasser nicht. Holm, ah ja. Wir wissen, dass ihr jetzt Angriff. Jetzt kommen die oder was? Nicht Pause, F9. Ihr zwei. Angriff. Ihr da, ne? Zumindest Manni, ne? Der von mir aus noch. Ihr werdet noch bald meine neutralen. In Anführungsstrichen, Freunde. Keine Angst. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Gold 7. Ich brauche irgendwie mehr Gold. Kann ich die irgendwie... Na, klappt nicht. Kann ich die irgendwie blockieren oder so? Was mit dir? Kannst jetzt raus, okay.
Dann arbeitest du mit dort. Und holst auch da was, was du findest. Der Holzmann holzt fleißig, sehe ich. Der Bruchsteinmann bruchsteint. Und der Lehmmann lehmt. Die haben schon das Wichtigste wieder geklopft, ja. Zumindest fast das Wichtigste. Ja, Schuhe. Die sollen zumindest schnell reisen. Eisen nicht mehr gefunden. Jetzt ist aber, ne? Eisen gibt's hier noch bei weitem genug. Mehr als Gold. Wie sieht's mit den Pilzen aus da oben? Haben wir noch. Ist mir gerade eingefallen, welche Pilze gesehen haben. Jetzt bin ich gespannt, ob sich das irgendwie mit irgendwas verbindet. Ja, Gold holen, ja. Goldelf, halt. Du, bitteschön. König Mausolos. Ah, ich sehe, ihr seid in der Tat sehr reich und mächtig. Es ehrt mich, euch in unserer Stadt willkommen zu heißen. Welcher Anlass führt euch in mein bescheidenes Reich? Mit wenigen Worten erklärte ich dem König Mausolos den Grund unseres Kommens. Er war, gelinde gesagt, ziemlich überrascht. Wie? Ihr wollt das alte Grab mal wieder aufbauen? Verstehe ich euch recht? Das ist für wahr eine große Aufgabe und nicht ganz ohne Probleme. Selbst wenn ihr davon, wie ihr sagt, das Wohl der ganzen Menschheit abhängt. Ihr müsst wissen, wir haben an der Stelle, an der das Bauwerk stand, einen hübschen Park für die Bürger angelegt. Zur Entspannung und Erholung. Und ausgerechnet dieser Park ist der Lieblingsplatz meiner werten Frau Gemahlin. Sie wird mir die Hölle heiß machen, wenn ich den Park jetzt wieder einreißen lasse. Das würde mir sie nie verzeihen. Aber warum redet ihr nicht selbst mit ihr? Dann trifft mich keine Schuld und vielleicht findet ihr ja bessere Worte als meine Wenigkeit. Gehe mit Bjarni zur Königin Artemisia. Also I, okay. Um mit ihr über den Bau des Grabmals zu sprechen. Neutral, freundlich, okay. Ey, Kollege, wir müssen los. Du hast eine andere in der Flamme jetzt hier. Wo ist sie denn? Das ist irgendjemand anders. Da ist er. Auf geht's! Du Kummel, Rauner. Wir essen zeitig. Sind meine ganzen Bauarbeiter. Na gut, die haben hier oben schon wieder gut repariert. Dieses Wohngebiet da oben, ne? Und wie ist das schon heftig. Münzen gehen voran. Da können wir bald hier die Arad, ja die Rahab da döns. Al-Rahab, 39 haben wir schon. Wahnsinn. Hier geht's ab. Natürlich hat er sich mit nix verbunden, ne? Königin Artemisia. Die Gespräche mit der Königin erwiesen sich als weniger schwierig, als nach dem Gespräch mit Mausolus zu erwarten war. Sie hatte volles Verständnis für die drohende Gefahr und unseren Auftrag. Es steht außer Frage, dass euer Vorhaben meine Unterstützung findet. Was nützt mir der schönste Park, wenn der schöne Park, wenn die Dunkelheit die Welt überzogen hat und die Menschheit der Verdammnis anheimfällt? Kümmert ihr euch um die Baumaterialien und bringt sie zum Eingang des Parks. Dort werden dann meine Arbeiter das Grabmal neu entstehen lassen. Ich lasse den Park bereits räumen, sodass ihr genug Platz haben werdet. Bringt die nötigen Waren zur markierten Stelle im Parkeingang.
Backsteine, Marmor, Bruchstein. Das sollte nicht das Problem sein. Wir haben ja hier sogar schon an Ochsenkorn, ne? So. Bruchstein haben wir hier. Da holen wir als erstes die 20 Bruchstein. Halt. STRG gedrückt halten, ne? Haben wir mal gelernt. Das ganze Zeug bringen wir aber in der nächsten Folge dahin. Wir haben es nämlich schon wieder. Ich bedanke mich hier vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich über Feedback freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.